Wir wollen das jetzt nicht astrologisch, sondern astronomisch machen. Wir schauen nämlich genauer gesagt zum Sternweg Nummer 5 nach St. Kanzian in Kärnten. Das ist eine Adresse für Sternenliebhaber, also astronomische natürlich. Eine Sternwarte, die vor einem halben Jahrhundert vom Pionier Helmrich Lamprecht gebaut worden ist. Und unsere Elisabeth war dort. Der Enkel ist nämlich ein lieber Kollege von uns, von dem sie mal eingeladen worden. Sie werden ihn gleich erkennen. Heute bin ich hier in St. Kanzian am wunderschönen Klopainer See und Sie werden es nicht glauben, aber hier gibt es eine Sternwarte. Ja, und die gehört jemandem ganz Bekannten, einem ORF-Moderator. Kennen Sie sicher von der Zeit Bild oder vom Weltjournal. Ein besonders netter Kollege, der Eugen Freund. Und der hat mich heute zu einer Privatführung eingeladen. Und jetzt schauen wir mal, wo er ist. Hm? Hallo Lissi. Servus Eugen. Servus, schön dich zu sehen. Ja, ich freue mich auf. Willkommen in meiner Sternwarte. In deiner Sternwarte? Ich fasse es ja nicht. Wie kommst du zu einer Sternwarte? Das habe ich diesem Herrn dazu verdanken. Das ist mein Großvater. Der hat diese Sternwarte gebaut. Weil du gerade da hinschaust, das ist ganz lustig. Das ist nicht der Schalter, mit dem man die Gäste aussperren kann, sondern das ist der Schalter, mit dem man die Lichter hier an der Straße abschalten kann, damit weniger die Straßenbeleuchtung. Ein sehr erfinderischer Herr. Ja, er war wirklich ein großer Erfinder. Er hat ja schon als, ich weiß nicht, 30-Jähriger hat er Schaufensterfiguren gemacht, die sich bewegen und so. Er war totales Talent. Bist du also Erfinder? Ja, ich glaube, diesen Teil habe ich von ihm gelernt. Der Strenge glaube ich nicht, weil er war extrem streng. Echt? Ich habe gesagt, nicht anfassen, nicht anfassen. So hat er mit mir geredet. Jetzt bin ich aber schon gespannt. Zeigst du mir deine Sternwarte? Naja, wenn du ganz lieb bist. Oh, bitte, gehen wir. Du, und bitte nicht vergessen, Haxen sauber abkratzen, wenn du darauf gehst. Oder abkratzen wir es. Oh, Marianne, ach so, ja, das ist der strenge Herr. Ja, und los geht's. Auf ins Dunkle. Gesehen. Man fragt sich, wo der Mann denn auf dem Mond auch schön. So. Sag mal, Eugen, wie gut kennst du dich persönlich aus? Also welche Sternbilder kannst du mir jetzt zum Beispiel am Himmel zeigen? Also jetzt am Tag natürlich kein einziges, aber das weiß ich, dass du das weißt. In der Nacht das eine oder andere, aber ich habe schon gehört, dass du fast mehr kennst als ich. Ich habe nie so viel Zeit gehabt, mich darum zu kümmern. Ich habe dann jemanden gesucht, der für die Sternwarte in Frage käme. Und der Christian Zechner ist eben dann auf mich zugekommen und hat mich gefragt. Und der Christian ist heute hier. Könnte dann vielleicht dieser Christian mir die Technik hier ein bisschen erklären? Also ich bin sicher, dass er das kann. Vielleicht ruft man. Christian, kannst du mal raufkommen? Hallo Christian. Hallo. Servus. Hallo. Ich krieg von dir eine ganz einfache Einführung da in die Technik. Ja, natürlich. Wie funktioniert das bitte? Wir haben es hier mit einem richtigen Juwel von Fernrohr zu tun. Es kommt hier vorne das Sternenlicht rein, wird hinten von einem Parabolspiegel gesammelt, wird wieder nach vorne hin zu einem zweiten Spiegel reflektiert und man kann das dann mit einer Lupe oder einem sogenannten Okular dann beobachten. Okay, und wo schaue ich dann rein? Ja, man muss dazu diese Leiter benutzen, damit man da zum Einblick dazu kommt. Also das heißt, ich kann mit dem die kleinsten Sterne sehen, die größten Krater vom Mond, alles? Natürlich, wenn du mit diesem Fernrohr den Mond anschaust, dann glaubst du, über die Mondoberfläche zu fliegen. Man kann auch unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie, die über 2 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist, damit toll beobachten. Wow, das ist weit weg. Ich glaube, bis dorthin schaffen wir es heute nicht mehr. Also jetzt wäre ich aber schon ein bisschen neugierig. Kannst du mir so am Tag jetzt auch ein Sternbild zeigen? Ja, dafür hat ja der Großvater auch extra diese Sternbilder gemacht. Und die kann man da sehr schön... Ah, da kann man sich so jedes... Vorlagen. Das ist ja dein Lieblings... Der Stier mit Plejaden. Und wann sieht man das am Himmel? Wann Himmel ist am besten so ab 22 Uhr. Okay, und da kann man euch hier besuchen? Ist da öffentlich hier, zugänglich? Ja, ein paar Mal in der Woche kann man hier Führungen erleben. Okay, was Eugen? Komm ich einfach ein bisschen später. Ja, gute Idee. Okay, so machen wir das. Ciao. Baba. Für die Elisabeth. Baba, ciao. Baba, ciao.